Das Land, in dem Lukas, der Lokomotivführer, lebte, hieß Lummerland und war nur sehr klein. Es war sogar ganz außerordentlich klein im Vergleich zu anderen Ländern, wie zum Beispiel Deutschland oder Afrika oder China. Es war nur ungefähr doppelt so groß wie unsere Wohnung und bestand zum größten Teil aus einem Berg mit zwei Gipfeln, einem hohen und einem, der etwas niedriger war. Häuser gab es natürlich auch in Lummerland, und zwar ein ganz gewöhnliches und eines mit einem Kaufladen darin. Dazu kam noch eine kleine Bahnstation, die am Fuße des Berges lag, und oben zwischen den beiden Gipfeln stand ein Schloss. Man sieht also, das Land war ziemlich voll, es passte nicht mehr viel hinein. Wichtig ist vielleicht noch, dass man sich sehr vorsehen musste, die Landesgrenzen nicht zu überschreiten, weil man sonst sofort nasse Füße bekam. Das Land war nämlich eine Insel. Diese Insel lag mitten im weiten, endlosen Ozean und die großen und kleinen Wellen rauschten Tag und Nacht an den Landesgrenzen. In der kleinen Bahnstation lebte Lukas, der Lokomotivführer, mit seiner Lokomotive. Die Lokomotive hieß Emma und war eine sehr gute, wenn auch vielleicht etwas altmodische Lokomotive. Jeden Tag fuhr Lukas viele Male über das geschlängelte Gleis und durch 5 Tunnels von einem Ende der Insel zum anderen und wieder zurück. Emma schnaufte und pfiff vor Vergnügen und manchmal pfiff auch Lukas ein Liedchen vor sich hin und dann pfiffen sie zweistimmig, was sich sehr lustig anhörte, besonders in den Tunnels, weil es da so schön hallte. Außer Lukas und Emma gab es auf Lummerland noch ein paar Leute. Da war zum Beispiel der König, der über das Land regierte und in dem kleinen Schloss zwischen den beiden Gipfeln wohnte. Er hieß Alfons der Viertel vor Zwölfte, weil er um 11:45 geboren worden war. König Alfons der Viertel vor Zwölfte hatte zwei Untertanen, wenn man einmal von Lukas absieht. Der eine Untertan war ein Mann namens Herr Ärmel. Er wohnte in dem ganz gewöhnlichen Haus und hatte keinen bestimmten Beruf. Er war hauptsächlich Untertan und wurde regiert. Der andere Untertan war eine Frau, und zwar eine sehr nette, und sie hieß Frau Waas. Frau Waas wohnte in dem Haus mit dem Kaufladen, wo man alles besorgen konnte, was man so zum Leben braucht. Man kann schon sagen, es war ein friedliches Leben auf der kleinen Insel Lummerland. Bis eines Tages, ja, und damit beginnt nun unsere Geschichte. Eines Tages nämlich legte das Postschiff am Strand von Lummerland an. Der Briefträger sprang mit einem großen Paket unter dem Arm an Land und lief geradewegs zum Königsschloss hinauf. Guten Morgen, Herr Briefträger. Guten Morgen, Majestät. Wohnt hier eine Frau Malzahn oder so ähnlich? Lieber Herr Briefträger, seit Jahren bringen Sie uns nun die Post. Ja, ja. Sie kennen mich und meine Untertanen genau. Und da fragen Sie mich plötzlich, ob hier eine Frau Malzahn oder so ähnlich wohnt. Aber bitte, Majestät, lesen Sie doch selbst, Majestät. Hier die Adresse auf dem Paket, Majestät. Was heißt denn das? Moment, ich muss meine Brille aufsetzen. Einen recht guten Morgen, Majestät. Oh, der Herr Briefträger. Darf man untertänigst fragen, was es gibt? Guten Morgen, Herr Ärmel. Kennen Sie eine Frau Malzahn oder so ähnlich? Hm? Nicht, dass ich wüsste. Aber da kommt ja gerade unsere verehrte Frau Waas aus ihrem Laden. Guten Morgen, verehrte Frau Waas. Guten Morgen, Herr Ärmel. Kennen Sie zufällig eine Frau Malzahn oder so ähnlich? Malzahn oder so ähnlich? Hm. Nein, wirklich und wahrhaftig. Ich kenne niemanden, der Malzahn oder so ähnlich heißt.
der Briefträger. Schönen guten Morgen. Haben Sie etwas für mich? Heißen Sie zufällig Frau Malzahn oder so ähnlich? Nee, nicht die Spur. Ich heiße Lukas, der Lokomotivführer. Das weiß jedes Kind. Für wahr, es ist mir einfach unerklärlich. Aber hier, jawohl, steht es schwarz auf weiß. Hört selbst, meine Untertanen, wie die Adresse auf diesem geheimnisvollen Paket lautet. Frau Malzahn in Xumrland, alte Strse, das soll wohl Straße heißen, Huhn der 33, dritte Etage, was ist das? Ach so, dritte Etage links. Also wahrhaftig eine kuriose Adresse. Auf der Rückseite steht nur eine große 13 als Absender. Na, das ist aber wirklich sonderbar. Nun denn, sonderbar oder nicht, Xumrland kann jedenfalls nur Lummerland heißen. Herr König, es kann aber auch einfach ein Irrtum sein. So, vielleicht ist es ein Irrtum. Aber wenn es zum Beispiel kein Irrtum ist, dann habe ich zweifellos noch einen Untertan. Ja. Einen, von dem ich noch gar nichts weiß. Und der Frau Malzahn oder so ähnlich heißt. Das ist schrecklich aufregend. Ich muss mich erst sammeln, um nachzudenken und einen Beschluss zu fassen. Ja, aber Majestät, ja, weg ist er. Na gut, ich lasse das Paket vorläufig mal hier. Vielleicht findet sich diese Frau Malzahn oder so ähnlich ja doch noch. Und wenn nicht, dann nehme ich es in ein paar Tagen auf der Rückreise wieder mit. Also auf Wiedersehen. Ja. Was machen wir denn jetzt mit dem Paket? Da kommt der König wieder. Meine lieben Untertanen, ich habe inzwischen nachgedacht und habe folgenden Beschluss gefasst. Frau Malzahn oder so ähnlich ist vermutlich eine Frau. Ja, Rosa. Die einzige Frau auf Lummerland ist aber, soweit mir bekannt ist, unsere liebe Frau Waas. Ja. Also ist das Paket vielleicht für Sie. Ein zwingender Schluss. Deshalb gebe ich ihr hiermit meine königliche Erlaubnis, das Paket zu öffnen. Danke, Majestät. Jawohl. Das ist ein überaus weiser Beschluss, Majestät. Seht doch mal, was da drin liegt. Ein Baby. Ich muss meine Brille aufsetzen. Oh, das ist aber ein ziemlich schwarzes Baby. Vermutlich handelt es sich da um einen kleinen Neger. Nein, was für ein süßes Kindchen. Komm her zu mir. Komm. Was machen Sie denn so ein grimmiges Gesicht, Herr Lukas? So eine Gemeinheit, so ein kleines Kerlchen in einen Karton zu packen. Was da alles hätte passieren können, dem Burschen, der das gemacht hat, dem müsste man eine Tracht Prügel geben, die er nicht so bald vergisst. Oh, jetzt haben Sie es erschreckt, Herr Lukas. Es tut mir leid, mein Kleiner. Dich habe ich doch nicht gemeint. Tja, und wie soll es heißen? Oh, das Kind muss doch einen Namen haben. Namen, jawohl, das ist das Allerwichtigste, Majestät. Ich würde es Jim nennen. Denn es wird ein Junge werden. Na, Jim, wollen wir Freunde sein? Da streckte das Baby seine kleine schwarze Hand mit den rosa Handballen nach ihm aus und Lukas ergriff sie behutsam mit seiner großen schwarzen Hand und beide lachten. Von diesem Tag an waren sie Freunde. Thank you.
Die Jahre vergingen und aus dem kleinen schwarzen Baby wurde allmählich ein richtiger Junge, der allerhand Streiche machte, Herrn Ärmel ärgerte und sich nicht besonders gerne waschen mochte. Na, eben wie alle kleinen Jungen. Frau Waas freute sich sehr darüber, dass ihr kleiner Jim so prächtig wuchs und gedieh, aber jemand anderer machte sich schwere Sorgen deswegen. Und das war König Alfons der Viertel vor Zwölfte, der ja an die Zukunft seines Landes und seiner Untertanen denken musste. Eines Abends rief er Lukas, den Lokomotivführer, zu sich in sein kleines Schloss zwischen den beiden Gipfeln, um sich mit ihm zu beraten. Tja. Nun denn, fürwahr, mein lieber Lukas, ich weiß nicht recht, wie ich es dir erklären soll. Mit einem Wort, ich hoffe, dass du mich verstehst. Du warst doch sozusagen immer ein verständiger Mann. Worum dreht sich's denn eigentlich, Majestät? Och, siehst du, jetzt bist du schon beleidigt. Ja, nein, Majestät. Ich weiß ja noch gar nicht, was Sie sagen wollen. Wie, habe ich das nicht eben schon gesagt? Nein. Wirklich nicht? Ich dachte, ich hätte eben schon gesagt, dass wir die alte Emma abschaffen müssen. Was müssen wir, Emma? Abschaffen. Tja, leider, leider. Das ist ja für uns alle ein sehr, sehr schwerer Entschluss. Glaube mir, aber es geht eben nicht anders. Niemals, Majestät. Und außerdem, wieso überhaupt? Man nennt das eine Regierungsmaßnahme. Und glaube mir, sie schmerzt mich genauso wie dich. Mindestens. Siehst du, viele Länder der Welt leiden heutzutage an Übervölkerung. Aber Lummerland ganz besonders. Bisher hat es ja gerade noch ausgereicht für uns alle. Aber nun kommt noch ein Untertan dazu. Jim Knopf. Aber der ist doch höchstens ein halber. Ja, gewiss, gewiss, bis jetzt. Aber in ein paar Jahren wird er erwachsen sein. Und dann will er sich natürlich ein eigenes Haus bauen. Naja, das soll er ja auch. Aber nun sage mir bitte, wo um alles in der Welt sollen wir denn noch ein Haus hinstellen? Es ist doch überhaupt kein Platz mehr dafür vorhanden, weil jede freie Stelle mit den Gleisen deiner Lokomotive voll liegt. Verflixt, verflixt. Daran habe ich noch nie gedacht, Majestät. Na siehst du, entweder müssen wir also deine dicke alte Lokomotive abschaffen oder einer von uns muss auswandern, sobald Jim Knopf groß ist. Oder willst du etwa, dass dein Freund Jim selbst in die Fremde ziehen muss, um Platz zu haben? Nein, das will ich natürlich nicht. Aber von Emma, da kann ich mich auch nicht trennen. Nun, es liegt bei dir, mein lieber Lukas. Aber irgendein Entschluss muss gefasst werden. Denke darüber nach. Mit gesenktem Kopf verließ Lukas das Schloss des Königs und ging langsam zu seiner kleinen Bahnstation hinunter, wo Emma die Lokomotive auf ihn wartete. Traurig strich er mit der Hand über ihren dicken Kessel. Emma. Meine gute alte Emma. Nein. Ich kann mich nicht von dir trennen. Wir beiden bleiben schon zusammen, wo es auch immer sein mag. Hier oder anderswo. Wir müssen fort, wir beide. Es ist wegen Jim Knopf, verstehst du? Was ist los? Hey, Jim, was machst du denn da im Kohlentender? Ich habe auf dich gewartet, aber was hast du da gerade gesagt? Tja, Jim, das war eigentlich nicht für dich bestimmt. Aber jetzt weißt du es ja schon. Emma und ich, wir gehen weg von Lummerland. Muss wohl so sein. Wegen mir? Naja, bei Licht betrachtet hat der König nicht so unrecht. Lummerland ist einfach zu klein für uns alle. Und wann? Sobald wie möglich, sonst wird alles noch schwerer. Ich denke, wir brechen gleich heute Nacht auf. Und wenn
wenn ihr mich mitnehmt. Oh, das geht nicht, Jim. Was würde Frau Vaas dazu sagen? Dann gehe ich eben heimlich mit. Wenn sie merkt, dass ich mit dir gefahren bin, dann macht sie sich bestimmt keine Sorgen. Das glaube ich doch, Jim. Wer weiß, was Emma und mir für Abenteuer bevorstehen. Und du bist schließlich noch ein ziemlich kleiner Junge. Warum sagst du solche Sachen? Du würdest schon sehen, wie gut du mich brauchen könntest. Ja, natürlich. Du bist ein tapferer kleiner Bursche, das ist richtig. Du nimmst mich mit, ja? Nun denk doch mal nach, Jim. Emma soll doch gerade weg, damit du in Zukunft genug Platz hast. Wenn du jetzt fortgehst, dann könnte Emma ja ruhig hier bleiben. Wir sind doch Freunde. Entweder bleiben wir alle drei hier oder wir gehen alle drei fort. Hier bleiben können wir nicht, dann gehen wir eben alle drei. Lukas hüllte sich in den Rauch seiner Pfeife. Das tat er immer, wenn er gerührt war. Schließlich gab er Jims Bitten nach und die beiden Freunde verabredeten, dass sie sich genau um Mitternacht am Strand von Lummerland treffen wollten. Lukas würde bis dahin alles Nötige für die Reise vorbereiten. Als Jim an diesem Abend ins Bett ging, hielt er sich wach und zählte die Stunden. Und als es schließlich vom Türmchen des Königsschlosses 12 Uhr schlug, da stand er leise auf, ohne dass Frau Vaas etwas merkte, zog sich an, kletterte zum Fenster hinaus und lief schnell zum Strand hinunter. Und nun sah er etwas sehr Seltsames. Die Lokomotive Emma schwamm im Wasser. Rittlings auf ihrem Kessel saß Lukas, der Lokomotivführer, und hisste gerade ein Segel, dessen Mast am Führerhäuschen der Lokomotive befestigt war. Lukas! Warte doch, Lukas! Jim! Fein, dass du da bist! Ich dachte schon, du hättest es dir vielleicht doch noch anders überlegt. Ruins, was sagst du zu unserem Schiff, hm? Famos! Aber ich habe immer gemeint, eiserne Lokomotiven gehen im Wasser einfach unter. Ja, das ist ein Trick, den nicht jeder kennt. Wenn man vorher das Wasser aus dem Kessel ablaufen lässt, den Tender leer macht und die Türen mit Teer wasserdicht verklebt, dann ist die Lokomotive voll Luft und schwimmt wie ein leerer Blechkanister. Wenn du nichts dagegen hast, dann fahren wir jetzt ab. Sie warfen das Tau los, mit dem Emma am Ufer festgemacht war. Der Wind bauschte das Segel und das seltsame Schiff setzte sich in Bewegung. Lukas hatte seinen Arm um Jims Schulter gelegt und beide schauten schweigend zu, wie die kleine Insel Lummerland immer weiter und weiter hinter ihnen zurückblieb, still und mondbeschienen. Über Jims schwarze Backe rollte eine Träne. Hä? Traurig, alter Junge. Ist schon vorbei. Ja, am besten, wir schauen nicht länger zurück. Komm, Jim. Jetzt stopp ich mir erstmal meine Pfeife. Und inzwischen pfeifen wir uns ein hübsches Liedchen. So segelten sie hinaus auf das mondbeglänzte Meer. Fernen Ländern und unbekannten Küsten entgegen. Niemand konnte jetzt schon sagen, wohin. Viele Tage hatte die Seereise nun schon gedauert. Eine leichte anhaltende Brise schwellte das Segel und ließ die Reisenden gut vorwärts kommen. Nachts, wenn sie schlafen wollten, schlüpften sie durch das Kohlennachschubloch des Tenders in das Innere des Führerhäuschens hinunter. Natürlich war es dort etwas eng, aber auch sehr behaglich. Besonders wenn die Wellen von außen gegen die wasserdichten Türen glucksten und Emma wie eine große Wiege auf- und niederschaukelte. Eines Morgens erwachte Jim durch einen deutlichen Ruck. Emma stand ganz ruhig und schaukelte nicht mehr. Jim guckte durch eines der Fenster hinaus.
In der rosigen Morgendämmerung erblickte er eine Landschaft von so wundervoller Schönheit und Zartheit, wie er nie zuvor eine gesehen hatte. Nicht mal auf Abbildungen. Wunderbare Bäume und Blumen in den seltsamsten Farben und Formen gab es da draußen, aber erstaunlicherweise schienen sie alle durchsichtig zu sein. Durchsichtig wie farbiges Glas. Duftige Nebelschleier schwebten über den Wiesen und da und dort schlängelten sich Flüsse, über die sich zierliche, schmale Brücken aus feinem Porzellan schwangen. Manche dieser Brücken hatten kleine, spitze Dächer, daran hingen unzählige Glöckchen aus Silber, die im Morgenlicht glitzerten. Und wenn ein leiser Wind über das Land hinstrich, dann erscholl ein ganz überirdisch feines, vielstimmiges Klingen. Na, Jim, du solltest deinen Mund mal wieder zumachen. Was gibt's denn da draußen so Interessantes? Lass mich doch auch mal rausschauen. Donnerwetter! Was für ein Land kann das nur sein, Lukas? Diese durchsichtigen Bäume, diese Silberglöckchen überall, diese kleinen Brücken aus Porzellan. Also, ich will nicht Lukas der Lokomotivführer heißen, wenn das nicht das Land China ist. Komm, Jim, hilf mir. Wir müssen Emma auf den Strand schieben und wieder fahrtüchtig machen. Sie montierten den Mast und das Segel von Emmas Führerhäuschen wieder ab, öffneten die wasserdichten Türen, füllten den Kessel mit Wasser und machten ein prasselndes Feuer darunter. Und kurze Zeit später dampften sie schon auf einer breiten Straße dahin. Die Sonne hatte sich dem Horizont zugeneigt und im Abendrot begannen die goldenen Dächer von Ping zu glänzen. In den Gässchen, wo es schon dämmerig wurde, entzündeten die Chinesen ihre Lampions, die in allen Farben leuchteten. Sie trugen sie an langen Angelruten vor sich her, die großen Chinesen große Lampions und die kleinen kleine. Und die allerkleinsten, die nur so groß waren wie eine Erbse, sahen aus wie bunte Glühwürmchen. Lukas und Jim saßen noch immer auf den Stufen der Palasttreppe und dachten nach, wie sie ganz schnell etwas Geld verdienen könnten, um sich etwas zu essen zu kaufen. Ich glaube, wir finden nichts, Lukas. Wir müssten irgendjemanden kennen, der von hier ist. Ja, ein Chinese könnte uns sicher einen guten Rat geben. Aber wir kennen leider keinen. Lukas und Jim blickten erstaunt vor sich nieder, woher das Stimmchen gekommen war, und da sahen sie tatsächlich zu ihren Füßen ein winziges Kerlchen, kaum so groß wie Jims Hand. Sein Kopf war nicht größer als ein Tischtennisball. Es nahm höflich sein kleines, rundes Hütchen ab und machte eine tiefe Verbeugung nach der anderen, so dass sein Zöpfchen in die Höhe stand. Das war zweifellos ein Kindeskind. Ich bin das 32. Kindeskind von Herrn Schulfono Piplu, dem Oberhofkoch des erhabenen Kaisers. Was denn? Das 32. Kindeskind? Donnerwetter. Hey Jim, da habt ihr aber eine große Familie. Wie alt bist du denn? Ich bin genau ein Jahr und 3 Tage alt. Aber ich besitze bereits 4 Zähne. Was, so jung noch? Wieso kannst du dann schon so gescheit reden? Oh, das ist doch nichts Besonderes, ehrenwerte Fremdlinge. Wir Chinesen sind eben schon ein sehr, sehr altes Volk. Es hat uns schon gegeben, als es die meisten anderen Völker noch nicht gab. Deshalb sind wir eben auch ein sehr, sehr kluges Volk. Bei uns geben schon die kleinsten Kinder Acht auf sich, wie ihre eigene Mutter. Ich zum Beispiel wickle mich täglich 3-mal selbst in frische Windeln, wenn nötig auch 4-mal. Aber verzeiht, ehrenwerte Fremdlinge, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Ping Pong. Ping Pong, das ist aber ein hübscher Name und so passend. Ich heiße Lukas, der Lokomotivführer. Und ich heiße Jim Knopf. Ich habe den Klagegesang des Erhabenen vernommen.
Und es wird mir eine Ehre sein, euch zu bewirten. Das wäre allerdings genau das Richtige, lieber Ping-Pong. Aber kannst du das denn? Ich meine, du bist doch sozusagen noch, entschuldige bitte, ein Baby. Das wohl. Doch ist es mir als dem 32. Kindeskind des Oberhofhofs Schufolopiplo ein leichtes, euch Speise und Trank vorzusetzen. Sagt mir nur, was ihr wünscht. Ja, also, was gibt's denn so? Würden euch vielleicht 100-jährige Eier auf einem zarten Salat aus Eichhörnchen oder möchtet ihr lieber gezuckerte Regenwürmer in saurer Sahne? Sehr gut ist auch Baumrindenpüree mit geraspelten Pferdehufen überstreut. Oder hättet ihr lieber gesottene Wespennester mit Schlangenhaut in Essig und Öl? Nein. Was ist euch, ehrenwerte Fremdlinge? Ihr seht ja ganz blass aus. Ja, weißt du... Gibt's denn nicht irgendwas Vernünftiges? Doch, gewiss. Zum Beispiel, lieber Ping-Pong, also nun lass mich erst mal reden, du vorweiser Kleiner. Aber wir sind nämlich erst ganz kurze Zeit hier in China und müssen uns erst mal an eure Kost gewöhnen. Verstehst du? Das sind sicherlich große Leckereien, die du uns da anbietest. Sag mal, gibt's denn nicht vielleicht etwas Einfaches? Lasst mich nachsehen. Ich meine zum Beispiel nur einfach ein großes Butterbrot. Ein was bitte? Ein Butterbrot. Ein Brot mit Butter drauf. So etwas kenne ich nicht. Oder Bratkartoffeln mit Spiegelei. Davon habe ich noch nie gehört. Oder ein Stück Schweizer Käse, das wäre das Richtige. Verzeiht, ehrenwerte Fremdlinge, dass ich mich schüttelte. Aber Käse, ist das nicht verschimmelte Milch? Würdet ihr so etwas wirklich essen? Gern. Na und ob? Oh Himmel, was machen wir nur? Oh, wie vermag ich euch nur zu bewirten? Oh, Leute, ich hab's. Wir sind doch in China. Und in China, da gibt's doch Reis. Reis? Oh ja, Reis! Natürlich Reis! Ihr bekommt die kaiserliche Reisplatte, bestehend aus rotem Reis, grünem Reis, schwarzem Reis, süßem Reis, scharfem Reis, gesalzenem Reis, Reisbrei, Reisauflauf, Puffreis, blauem Reis, kandiertem Reis, vergoldetem Reis und, wenn ihr wollt, auch ganz gewöhnlichem Reis. Sofort, sogleich, ich eile. Moment mal, Ping-Pong. Die kaiserliche Reisplatte. Das ist ja zwar sehr nett von dir, aber wenn sie für den Kaiser bestimmt ist, dann kannst du sie doch nicht einfach uns geben. Doch. Der erhabene Kaiser hat heute wieder mal nichts gegessen. Nichts gegessen? Warum? Wisst ihr denn nicht, was mit unserem armen, erhabenen Kaiser los ist? Nein, keine Ahnung. Was ist denn los mit ihm? Ihr müsst wissen, dass unser erhabener Kaiser seit einem Jahr um sein kleines Töchterchen trauert. Unserer blütenblattgleichen Prinzessin Lisi. Oh. Vor einem Jahr ist sie von unbekannten Bösewichtern geraubt worden. Nun sitzt sie elend gefangen in der Stadt der 1000 Drachen. Der Kaiser hat sie demjenigen zum Weib versprochen, der den Mut besitzt, in diese Drachenstadt einzudringen und die Prinzessin zu befreien. Aber bisher hat es noch niemand gewagt. Entschuldigt mich nun einen Augenblick. Ich eile von dann, um euch das Mahl zu bringen. Weg ist er. Jim? Ja? Was hältst du davon? Meinst du, wir sollten versuchen, die Prinzessin zu befreien? Ja, das meine ich. Hast du denn Erfahrung mit Drachen? Ehrlich gesagt, ich habe noch nie einen gesehen. Noch nicht einmal im Tierpark. Aber ich denke, meine alte Emma wird's schon aufnehmen mit so einem Biest. Ja, mit einem vielleicht. Aber Ping-Pong hat auch von einer Stadt mit 1000 Drachen geredet. Ich meine, wir sollten sie uns jedenfalls mal ansehen, diese Stadt. Weißt du was, Jim? Wenn wir gegessen haben, dann lassen wir dem Kaiser unseren Plan melden. Du sollst mal sehen, Jim, wie der sich freut. Wohin fahren wir eigentlich, Lukas?
Zuerst fahren wir mal nach Ping, denke ich. War es, glaube ich, die Hauptstadt von China. Wollen wir sehen, ob wir nicht vielleicht den Kaiser persönlich sprechen können. Was willst du denn von ihm? Ich will ihn fragen, ob er nicht eine alte Lokomotive mit zwei Lokomotivführer brauchen kann. Vielleicht hat er sowas gerade nötig. Dann könnten wir gleich hier bleiben, verstehst du? Das Land scheint gar nicht so übel zu sein. Oh, Lukas! Schau mal, da vor uns, ganz weit weg, wie das glitzert. Das sind die goldenen Dächer von Ping. Schon mal was davon gehört? Jedenfalls sind wir auf dem richtigen Weg. In Ping gab es ungeheuer viele Menschen, die alle Chinesen waren. Sie hatten Schlitzaugen und Zöpfe und trugen große, runde Hüte auf den Köpfen. Jeder Chinese hielt einen anderen Chinesen an der Hand, der etwas kleiner war. Und der hielt wieder einen an der Hand, der noch kleiner war. Und so ging es fort bis hinunter zum Allerkleinsten, der nur noch etwa die Größe einer Erbse hatte. Das waren die Chinesen mit ihren Kindern und Kindeskindern. Und alle wuselten und wimmelten auf den Straßen durcheinander und schnatterten und gestikulierten aus Leibeskräften. Die Stadt bestand aus vielen tausend Häusern und jedes Haus hatte viele, viele Stockwerke und jedes Stockwerk hatte ein eigenes vorspringendes Dach, das wie ein Regenschirm aussah und aus Gold war. Aus jedem Fenster hingen Fähnchen und Lampions und in den Seitengässchen waren hunderte von Wäscheleinen gespannt, an denen trockneten die Leute ihre viele Wäsche. Denn die Chinesen sind ein sehr sauberes Volk. Sie ziehen niemals etwas Schmutziges an und selbst der kleinste Chinese, der nur so groß ist wie eine Erbse, wäscht seine Wäsche jeden Tag und hängt sie an eine Leine nicht dicker als ein Zwirnsfaden. Mitten in der Stadt lag der kaiserliche Palast. Vor der gewaltigen Ebenholztür hielt Lukas die Lokomotive an und stieg aus. Jim folgte ihm. Neben dem Tor war ein Schild aus Elfenbein angebracht. Darauf stand in goldenen Lettern »Kaiser von China« und darunter befand sich ein Klingelknopf aus einem einzigen dicken Diamanten. So, mein Junge, jetzt wollen wir mal sehen, ob der Kaiser von China zu Hause ist. Was wünschen die erlauchten Herrschaften? Sind Sie der Kaiser von China? Oh nein, aber darf ich fragen, wer Sie sind? Wir möchten eigentlich den Kaiser lieber selber sprechen. Ich bin der kaiserliche Torhüter und darf niemand einlassen, der nicht befugt ist. Wir sind zwei ausländische Lokomotivführer und wir sind ziemlich befugt. In welcher Angelegenheit wünschen Sie unseren erhabenen Kaiser zu sprechen? In einer persönlichen Angelegenheit. Sagen Sie ihm das bitte. Das ist nicht meines Amtes. Aber vielleicht haben Sie eine persönliche Einladung von unserem erhabenen Kaiser? Nein, er kennt uns ja noch gar nicht. Verzeihen Sie mir, unwürdiger Blattlaus, aber dann darf ich Sie nicht einlassen. Der Kaiser hat jetzt keine Zeit. Naja. Aber irgendwann im Laufe des Tages hat er doch sicher mal Zeit für uns. Ich bedauere überaus. Unser erhabener Kaiser hat niemals Zeit. Entschuldigen Sie mich. Nix noch so wenig. Was machen wir jetzt, Lukas? Jetzt? Jetzt gehen wir in ein Gasthaus und bestellen uns erstmal ein Mittagessen. In Ordnung, Lukas. Hast du chinesisches Geld? Geld? Hunger habe ich auf links nochmal. Geld oder nicht Geld? Zu essen muss der Mensch was haben.
Aber du hast recht, Jim. Umsonst gibt's nicht mal in China was. Vielleicht könnten wir ganz schnell welches verdienen. Lass mich mal nachdenken. Aber leider sollte aus dem Abendessen vorerst nichts werden. Der Türhüter, der die beiden Freunde vorher nicht in den Palast hinein und zum Kaiser hatte lassen wollen, war zum Obertürhüter gegangen und hatte gemeldet, dass da zwei Fremde wären. Der Obertürhüter brachte die Nachricht weiter zum Haupttürhüter. Der Haupttürhüter ging zum Schreiber, der Schreiber zum Unterkanzlisten, der Unterkanzlist zum Oberkanzlisten, der Oberkanzlist zum Kanzleirat, bis die Meldung schließlich zu den Bonzen hinaufgelangt war. Bonzen nennt man in China die Minister. Und der höchste Minister trägt den Titel Oberbonze. Der zu dieser Zeit amtierende Oberbonze hieß Herr Pipapo. Jim und Lukas malten sich gerade aus, was der erhabene Kaiser für Augen machen würde, wenn sie ihm eröffneten, dass sie bereit wären, die kleine Prinzessin Li Si aus der Gefangenschaft zu befreien, als sich plötzlich die großen Ebenholztore des Palastes öffneten und 30 uniformierte Männer, die gezackte Helme auf den Köpfen und gebogene Säbel an den Seiten trugen, auf sie zumarschierten. Lukas, was wollen die denn von uns? Keine Ahnung, Jim. Schönen guten Abend, meine Herren. Wir sind hier auf allerhöchsten Befehl und sollen die beiden Fremdlinge unverzüglich holen. Ich muss den Befehl ausführen. Gehorchen ist mein Beruf. Das mag schon sein, meiner ist es aber nicht. Wer sind Sie eigentlich? Der Hauptmann der kaiserlichen Palastwache! Aha. Da hat Sie wohl der Kaiser von China zu uns geschickt, Herr Hauptmann. Das nicht! Wir kommen von Herrn Pipapo, dem ehrwürdigen Oberbonzen. Er wünscht Sie dringend zu sehen. Na gut. Wenn der Herr Oberbonze uns erwartet, dann wollen wir ihn nicht warten lassen. Komm, Jim. Die Palastwache nahm die beiden Freunde in die Mitte und so marschierten sie durch das große Ebenholztor in den Palast hinein. Sie befanden sich jetzt in einem hohen Gang, der unbeschreiblich prächtig ausgeschmückt war. Links und rechts zweigten Seitengänge ab, dort sah man viele Türen, alle 5 Meter eine. Und die Seitengänge hatten wieder Seitengänge mit unzähligen Türen. Es war wie in einem Irrgarten. Das war das kaiserliche Amt. Die Palastwache marschierte mit den beiden Freunden eine ganze Weile lang kreuz und quer darin herum, bis sie schließlich vor einer Türe anhielten. Wir sind da! Lukas und Jim traten unbekümmert ein. Die Soldaten blieben draußen auf dem Gang stehen. In dem Zimmer saßen 3 sehr dicke Bonzen auf 3 sehr hohen Stühlen. Der Stuhl in der Mitte war der höchste, denn auf ihm saß Herr Pipapo, der Oberbonze, in einem goldenen Gewand. Lukas nahm seine Pfeife aus dem Mund und zog höflich die Mütze. Guten Abend, meine Herren. Sind Sie in der Mitte vielleicht der Herr Pipapo, der Oberbonze? Wir möchten nämlich gerne zum Kaiser, mein Freund und ich. Gewiss, ich bin der Oberbonze. Aber zum Kaiser werden Sie wohl erst etwas später kommen. Das heißt vielleicht. Oder genauer gesagt, es ist nicht ganz ausgeschlossen. Erlauben Sie wohl zunächst gütigst einige Fragen. Bitte, wenn es sein muss. Wer sind Sie beide? Und woher kommen Sie eigentlich? Und was wollen Sie hier? Ich bin Lukas, der Lokomotivführer. Und das hier, das ist mein Freund Jim Knopf. Guten Tag. Wir kommen von Lummerland. Und wir wollen zum Kaiser von China, um ihm zu sagen, dass wir seine kleine Tochter aus der Drachenstadt befreien werden. So, sehr lobenswert. Aber das kann jeder sagen.
Haben Sie dafür Beweise? Oder haben Sie vielleicht eine amtliche Erlaubnis dafür? Hören Sie mal, meine Herren Bonzen, ich glaube, der Kaiser wird ziemlich ärgerlich auf Sie werden, wenn er hört, wie Sie sich hier wichtig nehmen. Das wird er wahrscheinlich niemals erfahren. Ohne uns können die Fremdlinge überhaupt nicht zum Kaiser gelangen. Und wir lassen sie erst zu ihm, wenn wir alles, aber auch alles ganz genau geprüft haben. Also gut, aber beeilen Sie sich bitte etwas mit dem Prüfen. Wir haben nämlich noch nichts gegessen. Haben Sie selbst und Ihr Freund einen Ausweis? Nein. Wozu denn? Ohne Ausweis haben Sie ja nicht einmal einen Beweis, dass Sie vorhanden sind. Ohne Ausweis gibt es Sie gar nicht, amtlich gesehen. Also können Sie auch nicht zum Kaiser, denn ein Mensch, den es nicht gibt, kann ja nirgendwo hingehen. Das ist logisch. Aber wir stehen doch hier, also gibt's uns doch. Das kann ja jeder sagen, mein Kleiner. Das ist noch lange kein Beweis, mein Kind. Jedenfalls nicht amtlich gesehen, mein Jungchen. Ihr wollt uns wohl absichtlich nicht zum Kaiser lassen, wie? Erraten! So ist es. Du sagst es. Und warum nicht? Weil ihr ganz gefährliche Spione seid. Wir haben euch sofort durchschaut. Ihr seid verhaftet. Jetzt will ich euch mal was sagen, meine Herren Bonzen. Wenn ihr uns jetzt nicht sofort zum Kaiser bringt, dann werden wir euch schon beweisen, dass es uns gibt, auch amtlich gesehen. Hüte deine Zunge, Fremdling. Das ist ja Bonzenbeleidigung. Dafür könnten wir euch sofort in den Kerker werfen lassen. Das ist doch die Höhe. Ihr glaubt wohl, ihr könnt uns zum Narren halten, ihr dicken, dummen Bonzen. Aber da seid ihr bei uns an die Falschen geraten. Was erlauben Sie sich? Lassen Sie mich los! Nein! Lukas hatte, ohne dabei seine Pfeife aus dem Mund zu nehmen, den Oberbonzen Pipapo hochgehoben und ihn kopfunter in einen Papierkorb gesteckt. In diesem Augenblick war die Palastwache ins Zimmer marschiert. Alle 30 Mann gingen mit gezogenen Säbeln auf Lukas und Jim los. Die beiden Freunde sprangen in eine Ecke des Raumes, um Rückendeckung zu haben. Jim stellte sich hinter Lukas, der die Schwerthiebe mit Stuhlbeinen abfing und ein Tischchen als Schild benutzte. Das Holz zersplitterte unter den gewaltigen Streichen der chinesischen Säbel. Lange konnten die beiden Freunde dieser Übermacht nicht standhalten. Der winzige Ping-Pong hatte keine Ahnung, in welcher schrecklichen Gefahr seine beiden neuen Freunde inzwischen schwebten. Er hantierte in der Küche des kaiserlichen Palastes mit einer Unmenge winziger Schüsselchen und Tellerchen, die er mit allen nur erdenklichen Reissorten füllte, um die versprochene kaiserliche Reistafel für Lukas und Jim zusammenzustellen. Klagelaut. Ich muss sofort nachsehen. Ping-Pong schlüpfte durch den Spalt der großen Ebenholztür, ehe der Türhüter ihn festhalten konnte, und rannte zum Obertürhüter. Vom Obertürhüter zum Haupttürhüter, vom Haupttürhüter zum Schreiber und so immer weiter zum nächsthöheren Beamten.
und das war wie in jedem Amt ein langer, langer Weg. Als er schließlich bis zum Zimmer des Oberbonzen Pipapo gekommen war, hörte er schon von Weitem das Getöse des Kampfes, der dort tobte. Die Tür des Zimmers stand offen, deshalb konnte Ping-Pong einen Blick hineinwerfen. Sofort hatte er die Gefährlichkeit der Lage erkannt, in der die beiden Freunde sich befanden. Hier gab es nur noch einen, der helfen konnte. Wie ein Wiesel rannte Ping-Pong durch die Gänge des Palastes, die Treppen hinauf, durch Säle und Gemächer. Manchmal musste er zwischen Wachtposten durch, die ihn mit gekreuzten Hellebarden aufzuhalten versuchten. Doch er schlüpfte einfach darunter durch. Er legte sich in die Kurven, rutschte auf dem spiegelblanken Marmorboden aus und verlor kostbare Sekunden. Doch schnell hatte er sich wieder aufgerappelt und jagte kleine Staubwölkchen hinter sich lassend weiter. Jetzt hüpfte er eilig eine breite Steintreppe hinauf und lief auf einem endlosen Teppich entlang. Er rannte und rannte und rannte. Zur gleichen Zeit saß Pung Ging, der erhabene Kaiser von China, im großen Staatssaal auf seinem Thron aus Silber und Diamanten, unter einem Baldachin aus hellblauer Seide. Er war ein großer, sehr alter Mann mit einem schneeweißen, dünnen Bart, der bis auf den Boden herabwallte. In einem weiten Halbkreis standen die Mächtigen des Reiches, die Fürsten und die Mandarine und die weisen Männer und die Sterndeuter und die großen Maler und Dichter Chinas um den Thron versammelt. Auch Musiker waren da, mit gläsernen Geigen und silbernen Flöten und einem chinesischen Klavier, das über und über mit kostbaren Perlen verziert war. Der erhabene Kaiser hatte den Kopf in die Hand gestützt und war sehr traurig. Erhabener Kaiser, Musik tröstet bisweilen ein trauerndes Herz. Spielt nur, spielt. Noch immer rannte der winzige Ping-Pong durch die Gänge des riesenhaften Palastes. Er war schon fast am Ende seiner schwachen Kräfte angelangt. Jetzt war er nur noch zwei Vorzimmer weit vom Thronsaal entfernt. Jetzt nur noch eines. Jetzt witschte er durch einen Spalt der Tür, die zum Glück offen stand. Und nun war er im Thronsaal. Sollte er warten, bis die Musik zu Ende war? Unmöglich, denn in China dauern Konzerte noch viel länger als sonst irgendwo auf der Welt. Ping-Pong lief zwischen den Füßen der Würdenträger hindurch, warf sich auf den Bauch nieder, denn so muss man in China den Kaiser begrüßen, und rutschte mit einem Schwung bis vor die Stufen des Thrones. Was willst du, mein Kleiner? Warum störst du mein Konzert? Lokomotivgefahr! Sprich langsam, mein Kleiner. Lass dir nur Zeit. Was gibt es? Sie wollen Lizzie retten! Wer ist es? Und wo? So rede doch, Kind. Pipapo und Palastwache, schnell! Was ist mit Herrn Pipapo und der Palastwache? Wollen sie töten? Lukas und Jim waren inzwischen in eine schlimme Lage geraten. Das Stuhlbein und das Tischchen, womit Lukas sich verteidigt hatte, waren in Stücke geschlagen. 30 Schwertspitzen richteten sich auf die beiden Freunde. Gut. Gut. Wir ergeben uns. Legt sie in die stärksten Ketten! Nun, ihr zwei Prinzessinnenbefreier! Jetzt werden wir euch sogleich eure ehrenwerten Köpfe abschlagen!
Jim, alter Junge, es war eine kurze Reise. Tut mir leid, dass du nun mein Schicksal teilen musst, Jim. Wir sind doch Freunde. Jim Knopf, du bist wirklich der feinste kleine Kerl, den ich in meinem Leben getroffen habe. Führen Sie sofort zum Richtplatz! Halt! Der erhabene Kaiser. Ja, ich bin es. Nieder mit den Schwertern. Nehmt den Fremdlingen die Ketten ab und legt sie Herrn Pipapo und seinen beiden pflichtvergessenen Kumpanen an. Und als das geschehen war, zündete Lukas sich als erstes seine Pfeife wieder an, dann gingen die beiden Freunde auf den Kaiser zu, Lukas nahm seine Mütze ab und sagte: Guten Tag, Majestät. Es freut mich, Sie endlich selbst kennenzulernen. Und dann schüttelten sich alle drei die Hände. Thank you.